Levato hier reist die ganz hartlich und heute willkommen zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Wenn ihr alle seht, 2. Timotheus, der 3. Kapitel, der Vers 2, wo die ersten zwei Tekens von der Gottlosigkeit in der letzten Zeit geht. So dort sagt, dass Menschen wollen viel von sich selbst holen und um Geld hängen sein. Also Paulus fängt hier an abzureden, eine lange Liste von Tekens oder Eigenschaften oder wo die Menschen sich in den letzten Jahren verholen wollen. Die wollen sich selbst leben. Das meint nicht die normale Leben zu leben, in das Gute im Leben, in die Schöpfung, die Freude um Leben, das ist nicht hier gemeint. Je meint es, ein auf sich selbst konzentriert sein, wo man einfach bloß an sich selbst denkt, sein Fleisch befriedigt in der Stadt seine Denken ab Gott gerecht haben. Dort man sich selbst für seine Früh, für die Ältere, für die Kinder, für die Freunde, für den Nobelstalt und noch für Gott. Einfach sie in einer Welle für Gottes Welle stellen. Mir nicht am anderen Kämmern. Dort schäpen und dort Welle haben, wo mir janken, doch wenn das anwesend ist. Sich so feilen, als wenn alles soll am sich selbst drehen. Und einfach seine eine janken und Bedürfnisse erfüllen, ohne an andere zu denken. Das ist ein von den Tekens von der letzten Zeit und das sei wie so ist das auch in unserer Welt. Der zweite Punkt ist der Leib zum Geld. Sie wollen das Geld gleichen. Menschen wollen immer mehr wählen, immer geraten, immer beten und selten mal zufrieden sein, mit dem so ist das es. Hier kann es um viele Sachen gehen, um haben Gott, um Land, um Hisa, um Urlaub, um alles, was das Leben gemütlicher macht, oder was einem so jung hat, was einem in diesem Leben angeboten wird. Hier geht es auch nicht um die neue Sache vom Leben, die wir zum Leben brauchen, sondern ein zentriert sein auf immer mehr, auf immer besser. Und das geht einfach um sich selbst, ohne dass man daran denkt, wie viele Tausende, Millionen Menschen in der Welt sind, die Hunger leiden, durch die verschiedensten Umstände, dass man bedacht ist, wo kann man weniger für sich verbrücken und mehr für den anderen übrig haben. Dort würde ein reicher Ort sein, zu denken, wo kann ich für mich selbst weniger brücken, dass ich mehr habe, zum Wiedergeben. So die Bibel sagt, dass der Leib zum Geld der Wartel ist von allem Schlechten. So dort ist das nächste Teken und dort wird wir auch in unserer Welt so sein. Und als Christen sollen wir uns Lote von Jesus dort hart aufmerken, dort uns hart können barmherzig sein, dort können gütig sein. In Mitleiden mit anderen, dort wir reit sind, zum Geben und loszulassen. In eine verlorene Welt, in eine Welt, wo die Not von vielen Menschen so sei er hoch ist. Ich bete darum, dass Gott uns möchte helfen, dass wir würde keine Menschen sein, die auch noch andere schickten, die ihn sehen würde sein für andere. Mit allem, was sie sind, mit allem, was wir tun, mit dort, was wir schäpen, mit dort, was wir reden und mit dort, was wir leben. Dass wir uns möchten aufholen von dem Treiben, was diese Welt treiben wird, und dass wir da noch trachten würden, nur dort, was göttlich ist, nur dort, was
Jesus ähnlich ist. Dort haben wir uns durch seinen Geist regieren können. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns hast so viel zukommen lassen. Und du hast auch uns geliebt mit einem Leib, der wir nicht wert wären. Und wir beten einfach darum, dass wir würden können, diese Leib wiedergeben an andere. Und dass wir nicht würden in der Triebe von dieser Welt neingeraten worden, uns dabei verlieren, wo er bloß an uns selbst geht. Und wir nicht mehr Zeit haben oder Interesse, diese Welt in ihrer Not zu begegnen mit deinem Leib. Wir beten darum in Jesus' Namen. Amen.